Ich muss Ihnen da leider wieder eine Frage stellen, die in die gleiche Richtung hineingeht. Und zwar auch wieder im Zusammenhang mit den Hauptachsen. Pendler, die vom Mugello oder von Schlieren her auf Zürich kommen, sollen zukünftig nicht einmal mit direkt zum Park und Ride in Altstädte fahren können, weil geplant ist oder weil man sich überlegt, ob man Badener Strasse ein Teilstück Fußgängerzone machen will. Haben Sie die Park- und Ride-Anlage eigentlich aufgegeben? Ich habe heute Morgen schnell dort hineingeschaut. Ich habe gar nicht gewusst, dass es in Zürich noch so viele freie Parkplätze gibt. Das ist so. Und eine Park- und Ride-Anlage praktisch in der nächsten Umgebung schon von der Innenstadt ist auch ein Unsinn. Park and Ride kann man nicht am Stadtrand machen. Park and Ride muss man am nächsten Bahnhof machen, wo man wohnt. Denn es wäre der grösste Schmarrn, wenn man 90% der Fahrt bis an die Stadtgrenzen mit dem Auto macht und dann noch die letzten 10% auf die Bahn umsteigt. Wenn man schon auf die Bahn umsteigt oder auf ein leistungsfähiges öffentliches Verkehrsmittel, dann soll man doch das so nahe wie möglich am Wohnort machen, dass die Fahrt mit dem Auto so kurz wie möglich wird und dass die Fahrt mit dem umweltfreundlichen, übrigens auch sehr energiesparenden Verkehrsmittel, öffentlichen Verkehr, möglichst eine lange Strecke macht und nicht umgekehrt. Wenn ich jetzt auf dem Plan die vielen, vielen blauen Striche anschaue, dann staune ich, wie viel das man für sich mit 80 Millionen kann machen kann. In dieser Weisung ist aber nicht klar umschrieben, was mit diesen 80 Millionen Franken gemacht wird. Wenn jemand auf einer Bank einen Kredit von 200'000 Franken verlangt, muss er schon sagen, dass er mit dem ein Häuschen bauen will. Der Zürcher Stadtrat verlangt jetzt 80 Millionen Schweizer Franken vom Stimmbürger, ohne genau zu sagen, was er damit will. Wir haben es vorher gehört, der Stadtrat hat früher einmal ein Park und Ride in Altstädten aufgestellt. Die Millionen sind, glaube ich, ziemlich abgeschrieben. Oder die VBZ kann dort vielleicht noch ein bisschen erweitern. Ist das seriös, vom Stimmbürger einen Blankoscheck über 80 Millionen Franken zu verlangen? Ich meine, es ist das einzige Vorgehen, das wir überhaupt einschlagen können. Wenn wir wollen, alle Massnahmen, die hier beinhaltet sind, zuerst zusammentragen, im Einzelnen schon bearbeiten, Detailprojekte machen, Kostenschätzungen machen und dann zum Stimmbürger gehen, dann hätten wir 2-3 Jahre, wo das sicher brauchen würde. Wir kommen also in Grössenordnung vom Jahr 1990, bis wir nur zum Stimmbürger könnten mit der Weisung antreten, um dann das Geld überzukommen, zum Anfangen die Massnahmen zu realisieren. Und das ist nicht verantwortbar. Erstens nicht, weil wir sollten möglichst viel auf das Jahr 1990 realisieren von diesen Massnahmen. Es muss mit der Inbetriebsetzung der S-Bahn auf der Strasse etwas passieren. Nachher haben wir es verpasst. Und zum Zweiten, weil wir auch unsere Verpflichtung von der Luftreinhalteverordnung müssen ernst nehmen und die setzt Grenzen bis ins Jahr Frühling 1994, wo wir unsere Luftgrenzwerte wieder erreichen müssen. Beides also setzt uns unter einen gewissen Zeitdruck. Und da ist es nur möglich, wenn wir so rasch wie möglich jetzt mit einem Rahmenkredit an die Bevölkerung gehen. Der Rahmenkredit zeigt ganz genau, was für eine Zielsetzung man verfolgt. Man sagt, was für ein Ziel das man will. Wir nennen Massnahmen, die wir da dafür werden einsetzen. Aber wir können noch nicht im Detail an jedem Ort in der Stadt, wo etwas gemacht werden muss, heute schon sagen, es wird genau die und die Massnahmen sein, wir bauen genau das und das und es kostet genau den Betrag. Sondern wir können das abschätzen, wir wissen das Ziel, wir wissen die Massnahmen, die generell in Frage kommen und wir werden den Detail müssen ausschaffen. Wir haben Fragen, noch einige, die nicht ganz in die drei kleinen Gefäße gepasst haben, die wir hatten. Ich werde sie noch ganz kurz Anschluss annehmen. Was macht ein Handwerker, wenn er in die Stadt muss, verschaffen, vor der Ampel lang muss warten? Wer zahlt den Zufahrtweg, der teurer wird, zahlt das der Kunde? Wem soll der Handwerker das verrechnen? Am Herr Eschbacher ist die Frage. Wer zahlt heute? Da würde ich fragen, wer zahlt heute, wo gar keine solchen Massnahmen sind, die langen Wartezeiten, die man heute schon hat, weil einfach allzu viele Autos sich gegenseitig behindern beim Einfahren in die Stadt. Ich würde meinen, in Zukunft wird es so sein, dass eben viel Verkehr, der heute noch in die Stadt auf der Straße reindrückt, nicht mehr auf der Straße muss gehen. Und das gerade für dieselbe Arten von Verkehr, Handwerker und Lieferungswagen und so, wieder mehr Platz müsste haben. Hoffen also, dass der Herr vielleicht noch weniger Schwierigkeiten in Zukunft hat, trotz unserer Massnahmen mit diesen 80 Millionen Franken. Wieso wird nur über die Auto geredet und nicht über die ÖV ab 125 Kubikmeter?
Sie haben völlig recht. Es sind nicht nur die Autos, sondern es sind die TÜV. Die Autos werden einen recht grossen Beitrag leisten mit dem Katalysator. TÜV, MOFA und aber auch vor allem die Lastwagen sind die, die nachher eine ganz massiv Sorge werden machen, wenn einmal 100% Personenauto mit Katalysatoren ausgerüstet sind. Und hinter diese Luftverschmutzer müssen wir auch. Also überall, wo noch etwas ist, müssen wir dahinter. Denn langfristig wird das Problem sowieso von jeder Verbrennung sehr schwerwiegend sein. Ich denke eben an die weltweite Situation von der Atmosphäre, wo immer schlechter wird, wo der CO-Effekt kommt, der Treibhauseffekt kommt, wo uns ganz massive Sorgen kann bereiten und wo vielleicht die heutigen Aspekte gar nicht mehr so im Vordergrund stehen. Und dann werden alle die zusätzlichen und zum Teil heute noch ganz schweren Sünder, vor allem die Lastwagen, Lärm und Luftbelastung, die werden dann ganz massiv müssen verbessert werden. Und es gibt technische Mittel heute auch schon. Ein Thema, wo man wahrscheinlich gerade nochmal eine Sendung müsste darüber machen, die Sache mal von einem ganz anderen Aspekt anzuschauen. Warum hat es immer weniger Menschen, die in der Stadt leben? Ist es nicht, weil die Wohnungen zu teuer sind? So müssen die Leute zwangsläufig außerhalb der Stadt wohnen und in der Stadt arbeiten? Es hat verschiedene Gründe. Ich würde vielleicht die drei wichtigsten nennen. Ein Grund ist, dass mit dem Wohlstand, der immer mehr gestiegen ist, auch die Ansprüche vom Einzelnen, auch in der Stadt, aber auch in der Agglomeration grösser geworden ist. Pro Jahr und Einwohner haben wir im Durchschnitt einen Quadratmeter mehr Wohnraum beansprucht in Zürich. Man hat also heute etwa 50 Quadratmeter im Durchschnitt pro Kopf gebraucht und vor 20 Jahren waren es 30 Quadratmeter gewesen. Wir sehen also, jeder braucht mehr Quadratmeter Wohnraum, Durchschnitt eben 1 Quadratmeter pro Jahr und das beleidigt einfach sehr viel von den neuen Wohnungen, die gebaut werden in der Stadt Zürich. Das braucht die auf. Dann kommt dazu, dass eben die Büronutzungen, die Arbeitsplatznutzungen, die wir gesehen haben auf dieser Folie, die ich gezeigt habe, halt auch zum Teil Wohnraum verdrängt haben. Das ist ein weiterer Aspekt. Und die Teure von den Wohnungen ist vielleicht der wenigst gravierende, denn wenn man vergleicht die Preise in der Stadt Zürich mit Preisen im Umland, sind die in der Stadt sicher höher. Die Wohnqualität ist auch lange nicht immer so gut. Aber wenn man dann die Reise und alle Umstände in Betracht zieht und die übrigen Leistungen, dann ist das Wohnen in der Stadt Zürich gar nicht so schlecht. Wichtigste scheint mir in Bezug auf Wohnen, dass man die Qualität des Wohnen, die Qualität der Umgebung, auch genügend Grün, nicht zu viel Verkehrsbelastung und Umweltbelastung, dass man das der Bevölkerung gewährleisten kann. Dann wird auch wieder eine gute, gut durchmischte und eine lebensfreudige Bevölkerung in der Stadt Zürich wohnen können. Vielleicht in dem Zusammenhang noch ein ganz kleiner Tipp, den mir ein Taxichauffeur mitgegeben hat an Ihre Adresse. Er hat gesagt, sagen Sie doch dem Herrn Eschbacher, er soll lieber ein paar schöne Blumenträgli aufstellen, die haben nämlich ungefähr die gleiche Wirkung wie die Schwelle. Das sieht erst noch schöner aus. Das wäre für einen Politiker wirklich etwas ganz Schönes. Man könnte ein paar Blümchen setzen und den Leuten noch Freude machen. Jetzt vor der Wahlen vielleicht noch ein bisschen Grün pflanzen. Ich bin nicht beteiligt bei diesen Wahlen. Aber trotzdem, es wäre es angenehm für einen Politiker, den Leuten noch Geld verteilen oder viel Freude machen. Aber meine Aufgabe ist es, und aus meiner Verantwortung heraus kann ich nichts anderes, als das, was einem freiheitsliebenden Schweizer Bürger halt wirklich nicht in den Kram passt, zu machen, nämlich ihm zu sagen, an gewissen Orten musst du dich ein bisschen einschränken. Und das Einschränken ist für uns leider halt etwas furchtbar Schwieriges und furchtbar Unangenehmes. Ja, und ich glaube, das ist nicht das letzte Wort gewesen, wo zum Rudi Eschbacher in einer Verkehrspolitik geredet wird. Es wird noch viel passieren. Und was man ganz sicher keine Angst muss haben, ist, dass am Rudi Eschbacher seine Verkehrspolitik nicht ganz genau von allen Seiten her beobachtet wird. Ich sage Ihnen vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren. Ich hoffe, wir haben ein bisschen etwas vermitteln können von dem, was der Herr Eschbacher in Zürich verfolgt. Und ich darf Sie nur einladen, wenn Sie Fragen an Rudi Eschbacher haben. Er gibt in Zürich um uns sogenannte Gespräche mit dem Bürger. Mhm. Wenn Sie mal in der Stadt sind, gut, ob Sie mit dem Auto oder mit dem Zug gehen, das ist heute natürlich noch ein bisschen schwer zu beurteilen, dann gehen Sie doch vorbei. Er ist dort immer sehr gern bereit, persönliche Fragen von den Leuten zu beantworten. Er versteckt sich also nicht, er ist auch nicht mit Polizeischutz zu uns rausgekommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander.